wieder Natascha aus der Theaterpädagogik. Ein paar von euch dürfen ja immer noch nicht in die Schule oder in den Kindergarten. Und da ist es ja manchmal morgens wirklich schwer, richtig wach zu werden. Deshalb habe ich mir ein paar Übungen überlegt, wie man zumindest das Gesicht wach machen kann. Ihr könnt auch gucken, ob ihr einen Wettbewerb draus macht, wer am besten irgendwie blöd gucken kann zu Hause. Und wir fangen mal damit an, dass ihr mal... Als nächstes zählen wir mal mit der Zungenspitze, ob alle Zähne auch noch in unserem Mund drin sind. Ihr lasst dabei aber den Mund zu. Alle noch da? Sehr gut. Als nächstes stellt ihr euch mal vor, ihr habt was ganz, 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 ganz Saures gegessen und alles in eurem Gesicht zieht sich zusammen. Und als nächstes saugt ihr euch ganz doll erschreckt. Und nochmal was Saures. Und nochmal erschrecken. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr dürft einen riesen, riesen fetten Kaugummi kauen. Genau. Damit haben wir jetzt schon ein bisschen angefangen. Stellt euch mal vor, ihr dürft jemandem ein Küsschen geben, den ihr ganz doll mögt. Aber ihr müsst trotzdem den Mindestabstand einhalten. Deshalb muss das Küsschen ganz, ganz spitz sein. Und jetzt seid ihr ein Breitmaulfrosch und ihr grinst mal so breit, wie es geht. Und jetzt nochmal so ein Küsschen auf Abstand. Und nochmal grinsen. Und ganz schnell. Und nochmal. Sehr gut. Also ich hoffe, das macht zumindest euer Gesicht ein bisschen fit. Ihr bleibt gesund, haltet gut durch zu Hause und macht's gut. Bis ganz bald. Ach so, das sind natürlich auch super Tipps, die eure Eltern machen können, bevor sie ganz verknittert bei einer Telefonkonferenz vorm PC oder vorm Tablet sitzen. Empfiehlt sich das auch, um die Falten ein bisschen wieder gerade zu ziehen. Ciao!